Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Liebe Leute, Fallout 4. Wir sind hier auf der Bridwen, auf dem Schiff der stählernen Bruderschaft. Wir sind mittlerweile Ritter der Bruderschaft. So, was haben wir vor? Wir sollten hier mal hinmarschieren, zu einer Queste aufbrechen, zu einer Forschungsrunde. Was ich allerdings im Moment eher nicht möchte, ich möchte runter von der Bridden und mal schnell reisen nach Diamond City oder wohin. Wir werden mal nach Diamond City gehen. Wir werden an diesen Ort, zu diesem Ort hinreisen. Denn jetzt machen wir ein bisschen Pause auf der Bridwen. Weil wir haben da noch einiges zu erledigen. Und ich möchte das auch einmal machen. Wir werden jetzt einmal hier weitermachen. Und gehen einmal gewisse Quests durch. Ja? Ich habe wieder meinen Kaffee am Start hier. Der auch sehr heiß ist. Wir haben ja schon bald wieder die nächste Stufe. So, wir sind jetzt einmal da in Diamond City. Werden auf jeden Fall einmal Lernkurve, sprich mit den Gelehrten der Bruderschaft, würde ich weggeben. Sprich mit Piper über deine Erkenntnisse zum Beispiel. Was haben wir noch? So, sprich mit dem Chef der Wachen. Selbstvertrauen ist alles. Der Weg zur Freiheit. Folge weiter dem Freedom Trail. Nein. Bäre die haptische Antriebe, Technologie von Rock and Arrow Park. Bäre die haptische Antriebtechnologie aus Rocky Narrows Park. Werden wir vielleicht das einmal machen. Wir werden das jetzt komplett durchgehen. Und schauen wir mal, was wir verkaufen können. Keine Ahnung, welche Zeit jetzt gerade ist. 6.12 Uhr, also gleich in der Früh. Da haben wir, wie viel haben wir auf der Kante? 170 Tragepunkte. Somit können wir da nichts mehr machen. Wir werden jetzt ein bisschen mit den Nebenquests weitermachen. Jetzt haben wir quasi an einer Hauptqueste weitergeschraubt, einige Zeit. Und jetzt in Folge 77 werden wir einmal wieder so Nebenquests machen, die schon länger offen sind, Leute. Das mache ich auf jeden Fall. Der ein oder andere wird wahrscheinlich schon Schnappatmung bekommen haben und wahrscheinlich gedacht haben, der macht doch die alten Quests nicht weiter. Werde ich jetzt machen, Leute. Die alte Quests weitermachen, beziehungsweise die Quests, die schon länger offen sind, auf jeden Fall weitermachen. Und quasi an der Hauptstory nachher dann später mal wieder weitermachen. Ja. Gut, es lädt wieder eine halbe Ewigkeit. Wir sind demnächst Level 16. Wir haben wirklich sehr viel weitergebracht in den letzten Episoden. So, Narrows Park. Ah, da kann ich ja hinreisen, Leute. Ich kann nach Narrows Park reisen. Wo ist der Narrows Park? Conte Crossing, Trainingsgelände, Nationalgarde. Flughafen Boston, Power Rüstung habe ich hier. The Bridwen, da kann ich auch. Was ist das da drüben? Fort Strong, da war ich. Rever Beach habe ich hier. Conte Crossing, Nationalgarde, das Trainingsgelände auch noch machen. Hub City Autoverschrottung, Saugus Ironworks, was ist das hier drüben? Museum der Hexerei, da müssen wir auch noch mit den Raketen hin. Bedford Station, Tempins Bluff, Ticket Ausgabe, Museum der Freiheit, Concord, Red Rock, Raststätte, Sanctuary. Da müssen wir auch wieder hin nach Sanctuary. Arcjack Systems, Fort Hagen haben wir abgeschlossen. Da möchte ich auch hin in die Klinik. Hardware Town. Wo? Wo ist denn das jetzt? Ich suche das jetzt. Also da haben wir noch nicht viel. Verbindungshaus, Cambridgeshire, Polymer Labs, Polizeirevier Cambridge, Corvega Fertigungsanlage, Lexington. Ah, hier. Rocky Narrows Park. Bäre der haptische Antrieb. Okay, dann müssen wir haben sowieso die. Ja, müssen wir hinmarschieren, haben wir noch nicht entdeckt, Leute. Hier raus.
Jetzt müssen wir dorthin marschieren. Rocky Narrows Park. Wir müssen die Antriebstechnologie. Ich glaub's nicht, dass ich vor der Mauer Dienst schieben muss. Mag mich wohl jeder. Wir haben eine gute Waffe hier am Start. Ja, Nick Valentine ist jetzt nicht mit uns mit. Wir haben dabei keinen Partner. Weil den können wir, glaube ich, zukünftig auch als Partner wählen. Bin ich mir aber jetzt nicht genau mehr sicher, ob das so stimmt. Ja, nach Narrows Park. Und wenn wir halt zufällig irgendwo hin auf irgendwas treffen, sage ich gleich immer, sage ich gleich wieder dazu, wenn wir auf irgendwas treffen, zufällig, auf so ein Gebäude oder irgendwas, werden wir das looten, werden wir das machen. Also das heißt, es wird des Öfteren, so ist auch immer so gewesen bei dem Spiel, wenn wirklich was dazwischen kommt, dann machen wir das auch. Das heißt, wir werden nie wirklich sofort zu 100% an das Zielort kommen. Hier. Da geht's runter in der Leiter. Ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt runterrufe, komme ich nicht mehr hoch. So, zum Narrows Park. Wir haben übrigens A95-Signal gefunden. Das ist von unserem Luftschiff irgendwo hier. So ein Signal, was ausstrahlt. Jetzt wissen wir wenigstens, was das bedeutet, Leute. So, wir speichern einmal. Immer wieder speichern ist wichtig. Da holen wir uns Zigaretten. Meistens sind da Zigaretten drin. Ah, diesmal ist eine Dose drin. So, was haben wir da? Forex-Geld. Ja, 14 Stück, 13 Stück. Wir werden alles looten, was wir looten können. So. Narrows Park. Das ist halt eine nächste Quest, die ich mir gerade so ausgesucht habe. Es ist cool, dass wir das auch einfach so abbrechen können und später mal weitermachen können. Auf der Bridwen. Einfach zurück, schnell reisen. Dorthin, wo wir wollen. Das finde ich cool. So, wir marschieren durch die Pampa. Da ist Wasser. Das heißt, da können wir nicht drüber. Da wird es aber. Entschuldigung. Da wird es aber eine Brücke geben. Schätze ich einmal. Aber ich glaube, ich muss da eigentlich. Hier oben traue ich mich nicht hin. Raider! Oh, Leute! Okay. Raider abschauen. Ich hoffe, ich kann da denen. Wo ist der? Die verstecken sich da. Na, der treffe ich doch nicht. Komm doch. Stimpack. So, und zwei Raider. Boah, Leute. Wo ist der andere? Wo ist der andere hin? Da irgendwo muss er doch der andere sein. Hier. Okay.
Mit die Raider mal ausgelöscht. Waren ja nur zwei Raider. Kein Problem gewesen. Gehen wir weiter. Ich muss wohin? Keine Ahnung. Ob ich jetzt hier richtig bin. Auf jeden Fall wird es eine lange Reise. Ja, also, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was haben wir da? Grey Garden. Das Level 16 erreicht, Leute. Grey Garden. Hi. Ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Was? Willkommen im Garten, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Ich seh's. Keine Menschen? Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Okay. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Was ist mit ihm passiert? Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Individuelle Persönlichkeiten? Wieso hat Dr. Gray euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Verstrahlt. Das Wasser? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar? Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Ja. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Womit? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Okay. Begonnen. Wassermarsch. Untersuche die Wasseraufbereitungsanlage. Oh, ist okay. Mr. Handy? Ah, nö, können wir nicht. Wo ist der Brown? Der ist Brown, also wird er der Brown sein. Ja, Aufseher Brown. So läuft das hier. Brown? Wir könnten etwas Regen gebrauchen. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Mr. Handy kann ich auch nicht reden. Kümmer dich bitte um das Wasser, ja?
Ja, ich hab mir gedacht, Mutterbeeren soll ich sammeln. Ja gut, das wird wahrscheinlich so nebenbei sein. Gut, werden wir machen. Ich werde mal quicksaven. Denn dieser Ort ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Mutterbeeren, ich kann mal die da nehmen. Maispflanze. Maispflanze. Ein weiterer Verehrer, der mich sehen möchte. Maispflanze, keine Ahnung, was das alles ist. Mutenpflanzenbeeren, Pflanzenbeeren, was? Ich habe ein bisschen Ernten hier, was haben wir da? Beuteldünger mit Düngermittel. Ja, egal, wir werden jetzt auf jeden Fall schauen, dass wir das gleich angehen. Daten. Quartiermeister, während der Hauptdarsteller antritt, werde ich weg. Wassermarsch. Untersucht die Wasseraufbereitungsanlage. Wo ist die? Ja, wenn wir gleich da sind, können wir mit dem gleich weitermachen. Da draußen noch ernten. Haha. Level up, sucht einen neuen Skillpunkt aus. Jawohl, Mutterbeerenpflanze. Mutterbeerenpflanze. Jetzt können wir alles ernten, Leute. Alles ernten, was geht. So. Gut, dann werden wir das Wasser mal analysieren. Ich weiß, dass es hier sehr arg zur Sache geht, weil da kommen Jaguars und also die ganzen Monster. Jaguars, diese extrem starken und also das ist schon wirklich sehr, sehr herausfordernd, diese Gegend. Ich werde das mit dem Wasser jetzt einmal machen. Und ja, ein bisschen Nebenquest wieder machen. Jetzt haben wir Spannung pur gehabt in den letzten 6-7 Folgen. Jetzt werden wir mal ein bisschen Nebenquesten wieder. Und den Grey Garden hier auf Vordermann bringen. Was es mit meiner Haut macht, der Roboter. super. So, Wasseraufbereitungsanlage. Na, das ist da. Schaut das danach aus, als wir das. Ja, da ist schon mal ein Monster. Ah, nö, das ist ein Brahmin. Rad Hirschkuh. Eine Hirschkuh, genau. Gibt's ja auch Hirschkühe. Ich mach dir nichts, ich mach dir nichts. Ich mach dir nichts, lieber Hirschkuh. Da sind Supermutanten, Leute. Da sind Supermutanten oben. Wie viel Patronen habe ich? Nicht mehr viel. Das heißt, ich werde mir andere Waffe nehmen, wo ich mehrere Muni mehr Muni habe. Ich gehe mal hier kurz zurück ein bisschen, damit ich sicher bin. Weil da drüben sind Supermutanten. Und werde mir eine andere Waffe nehmen einfach. So, Laserpistole. Ich habe eh keine Zellen. Das Kammerjäger Springmesser, ne? Kompensiert gerade der Impro-Revolver. Diesen Impro-Revolver werden wir nehmen. Der gefällt mir sehr gut zum Beispiel. Was ist da hier? Boah, Leute! Was ist denn da los? Ah, Leute! Ich gehe mal auf die andere Seite hier rüber. Übers Wasser doch nicht, Leute. So, und da gibt es sicher viele Supermutanten. Wird sicher wieder eine Herausforderung werden. Jetzt hat es aber geleckt, Leute. Okay, wie können wir da rüber? Ich gehe mal rundherum hier. Vielleicht können wir da irgendwie hin. Ich muss hören. Das ist ein Wörterbörder, oder was?
Boah, da schaut's aus, Leute. Schaut euch das an. Wahnsinn. Boah, dem Raketenwerfer, Leute. Trinken, du Knopf! Weg mit dir! Scharmützler. Boah, Leute. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt brauche ich so viele Stimpaks. Ja, wir sind gleich durch mit der Folge. Es ist schon Überzahlzeit, aber es interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir bleiben hier unten eh stehen. Oh, so viele Stimpaks verbrauchen, Leute. Eines einmal weniger. Komm doch. So, liebe Leute, ja, wir sind schon komplett in Überzeit, aber egal jetzt, das ist gerade so spannend. So, noch einmal, jetzt habe ich einiges an Stimpaks verbraten, Leute. Da ist noch einer. Komm, weg.
So, der ist einmal weg. Sind da drüben noch welche? Wahrscheinlich so viel, noch so viele. Ja, super. Das haben wir mal geschafft. Liebe Leute, diese Folge ist vorbei. Überzeit. Was haben wir da? Fusionszelle, Jagdgewehr, Lasergewehr. Die haben ein Lasergewehr gehabt. Fusionszelle. Wieder alles. Alles aufnehmen hier. Was geht? Da haben wir noch einen. Wo ist denn der? Da. Ja. Cool. Klebeband hat er dabei. So, liebe Leute, wir machen dann hier weiter in der Aufbereitungsanlage. Speichern einmal. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Fallout 4 mit mir und mit dieser Quest. Helfen wir den Robotern ein bisschen im Grey Garden. Ich bedanke mich, sage Game Over und